it played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor, the major leaf, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. Liebe Hochzeitsgäste, ich darf euch alle sehr herzlich zur standesamtlichen Trauung von Ingrid und Franz begrüßen. Liebes Brautpaar, im Leben eines Menschen gibt es wohl kaum ein schöneres Gefühl, als zu wissen, dass man den Partner an seiner Seite hat, mit dem man seine Zukunft verbringen möchte. Ihr beide kennt dieses Gefühl schon lange. In eurer gemeinsamen Zeit habt ihr bereits viel Schönes mit eine starke und vertrauensvolle Beziehung aufgebaut und gemeinsam Herausforderungen gemeistert. Wenn zwei sich auf den Weg machen, dann sind sie stärker als einer. Wenn einer müde ist, dann trägt ihn der andere. Wenn einer die Hoffnung verliert, spricht der andere ihm Mut zu. Wenn zwei gemeinsam einen Weg gehen, dann gehen sie den Weg der Liebe. Wenn zwei sich das Eheversprechen geben, dann ist das nicht nur ein Ja zu dem Menschen, der einem im Moment zur Seite steht, es ist auch ein Ja zu dem, der er in der gemeinsamen Beziehung werden wird. Die Ehe verspricht nicht, dass es keine anstrengenden Zeiten geben wird, aber die Gewissheit, dass immer jemand da ist, der sich um einen kümmert und einen wieder auf die Beine hilft. Die Ehe ist die Verbindung zweier Menschen, die sich das Versprechen geben, gemeinsam durch die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens zu gehen und dadurch ein bereicherteres und ein erfüllteres Leben zu erleben. Der Reichtum der Ehe
ist nicht in materiellen Dingen zu finden, sondern in den Gefühlen, sich loslassen zu können und auch getragen zu werden, Fehler machen zu können und diese verziehen zu bekommen, Halt zu geben und Halt zu finden, suchen und Verständnis zu erfahren, Liebe zu schenken und dieses selbst zu spüren. Die Liebe braucht euer ganzes Herz und euer ganzes Sein, ist manchmal völlig mühelos und manchmal ein steiler Weg. Mal Hand in Hand, mal jeder für sich. Verbunden durch das gemeinsame Ziel mit dem anderen und dadurch letztendlich sich selbst glücklich zu machen. Glück, dieses kurze, unscheinbare Wort, das von den Menschen so gerne ausgesprochen wird, in das so viele Hoffnungen und auch Erwartungen gesetzt werden und das jeder in seinem Leben in reichem Maße haben möchte. Dieses Gefühl, das einen erfüllt, wenn wir den anderen in den Arm schließen können und uns angenommen und angekommen fühlen. Vielleicht ist das Geheimnis des Glücks, seine Freude in der Freude des anderen zu finden. Mit diesen Gedanken komme ich zu den gesetzlichen Bestimmungen. Bei der Ermittlung der Ehefähigkeit wurde festgestellt, dass alle Voraussetzungen für das Zustandekommen einer rechtsgültigen Ehe erfüllt sind. Für das Eheversprechen bitte ich nun euch, liebes Brautpaar, und die beiden Trauzeugen aufzustehen. Liebes Brautpaar, ich werde euch nun einzeln und nacheinander fragen, ob ihr die Ehe miteinander eingehen wollt. Frau Ingrid Adolf, ich richte meine Frage an dich. Ist es dein freier und eigener Wille, die Ehe mit Herrn Franz Adolf einzugehen? Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Ich frage auch dich, Herr Franz Adolf, ist es auch deine eigene und freie Entscheidung, die Ehe mit Frau Ingrid Adolf einzugehen? Dann antworte bitte ebenfalls mit Ja. Ja. Da ihr beide meine Frage übereinstimmend mit Ja beantwortet habt, stelle ich fest, dass ihr nun kraft Gesetz rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Ihr habt Ringe mitgebracht. Diese Ringe sind ein Zeichen eurer Liebe. Jeder für sich eigenständig, ergänzen sie sich gegenseitig und symbolisieren Verbundenheit und Zusammenhalt. Ich lade euch nun ein, die Ringe zu wechseln. Wenn ihr wollt, wäre jetzt der Moment für den ersten Kuss als Ehemann und Ehefrau. Da haben wir immer zurückgehalten werden. Bitte nimmt wieder Platz. Ich werde nun auszugsweise aus der Niederschrift über die heutige Eheschließung vorlesen.
Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Zwettl Niederösterreich. Die Verlobten, Frau Ingrid Adolf und Herr Franz Adolf, sind zur Eheschließung vor der unterzeichneten Standesbeamtin erschienen. Die Standesbeamtin hat die Verlobten einzeln und nacheinander befragt, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen, und nach Bejahung der Frage ausgesprochen, dass sie nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Christine Geier und Julian Klenke sind die beiden Trauzeugen. 4. Mai 2024. Ich bitte nun die Ehegatten Adolf und im Anschluss die Trauzeugen, die Niederschrift zu unterschreiben. So, bitte in diesem Feld. Oh, genau. Gut, herschauen. Ah, sehr gut. Werden wir hinholen? Ja, die stehe auf. Danke. Schön. Dankeschön. Genau, die Trauzeugen bitte. Ja. Gut, danke. Schaust du einmal kurz her dann? So, hast du einmal zu mir? Mhm. Achso, mit deinem Bein also unterschreiben. Genau. Setz dich nieder, das ist schöner Foto. Setz dich nieder dabei. Genau. Ja. Vielleicht kein Ding. Okay. Mit, oder? Bitte? Das ist nicht da. Mach nicht den Weg. Nebenbei, genau. Wer ist noch links? Okay. Oh. Einfach. Genau, einfach. Da haben wir was gemeinsam. Genau. Dankeschön. Das sind dann besonders kreative. Naja, das muss nicht unbedingt Zeichnen und Malen sein. Das kann Musik auch sein oder sonstiges. Liebes Brautpaar, ich möchte euch noch eine Geschichte mit auf euren gemeinsamen Weg geben. Sie heißt, wo der Himmel die Erde küsst. Eine alte Legende erzählt, dass es da zwei Menschen gab, die überaus glücklich miteinander lebten. Sie waren zufrieden mit dem, was sie hatten und was sie miteinander teilten. Ihre Liebe wuchs durch die Jahre ihres Zusammenlebens. Nichts und niemand konnte diese Liebe zerstören. Eines Tages lasen sie in einem alten Buch, dass es da irgendwo in weiter Ferne, vielleicht am Ende der Welt, einen Ort gebe, wo unermessliches Glück herrsche. Ein Ort sollte dies sein, so sagte das alte Buch, an dem der Himmel die Erde küsst. Die beiden beschlossen, diesen Ort zu suchen. Der Weg war lang und voller Entbehrungen. Bald wussten sie nicht mehr, wie lange sie schon unterwegs waren. Doch aufgeben wollten sie nicht. Fast am Ende ihrer Kraft erreichten sie eine Tür, wie sie im alten Buch beschrieben war. Hinter dieser Tür sollte es sich befinden, das große Glück, das Ziel ihres Hoffens und Suchens. Welch eine Spannung war in ihnen, wie wird er aussehen, der Ort, an dem der Himmel die Erde küsst, der Ort, an dem ein solches Glück herrscht. Sie klopften an, die Tür öffnete sich, sie fassten sich an der Hand und traten ein. Da standen sie nun, wieder mitten in ihrer eigenen Wohnung. Am Ende ihres langen Weges waren sie wieder bei sich zu Hause angekommen. Und sie verstanden, der Ort, an dem der Himmel die Erde küsst, ist der Ort, an dem Menschen sich küssen. Der Ort, an dem der Himmel die Erde berührt, ist der Ort, an dem Menschen sich berühren. Der Ort, an dem der Himmel sich öffnet, ist der Ort, an dem Menschen sich füreinander öffnen. Der Ort des großen Glücks ist der Ort, an dem Menschen sich glücklich machen. Liebe Ingrid, lieber Franz, ich wünsche euch, dass ihr euer Glück im Glück des anderen findet. Ich darf die standesamtliche Trauung schließen und euch noch eure Heiratsurkunden überreichen. Außerdem einen Blumengruß von Herrn Bürgermeister Franz Neu, verbunden mit den besten Glückwünschen für eure gemeinsame Zukunft.
sein. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Hat die Heirat geklappt? Ich gratuliere euch. Danke. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Jetzt haben wir schon vertrauen. Ja. 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 Das geht. Thank you.